Hallo lieber Rasenfüchs, ja, es geht heute um das Thema Huminstoffe. Huminstoffe ist der Mega-Hype in den USA. Ne? Alle Rasenfreaks dort schwören auf Huminstoffen, ob jetzt als Granulat oder als Flüssigprodukt, ob das jetzt Connor Ward ist oder Ryan Nor. Wahnsinn. Auch hier unser australischer Freund Ben Sims. Alle fahren auf Huminstoffe ab. Und warum sollte der Rasenfreak natürlich nicht auch auf Huminstoffe abfahren? Und jetzt ist eine sehr interessante junge Firma auf mich zugekommen und haben gesagt, hier Leute, ich habe noch ein besseres Produkt für euch. Das nennt sich Novihum Argil, so ein bisschen wie Agil, Argil. Besteht auch aus Huminstoffen, auch aus Braunkohle, Kohlenstoff, 80% Huminstoffe und 20% Bentonit. Bentonit ist Ton. Also eine Kombination aus Kohlenstoff und Ton, was ich natürlich extrem interessant finde, weil mein Rasen total sandig ist. Und das Problem dann bei sandigen Böden ist, dass natürlich das Wasser nicht gespeichert wird so gut, dass natürlich auch die Nährstoffe nicht besonders gut gespeichert werden. Und gerade Huminstoffe und die Kombination mit Ton sollte das jetzt nachhaltig verbessern, auch bei meinem Rasen. Und das will ich ausprobieren und ich werde, meine Frau, die dreht sonst durch, ich werde eine Vergleichsfläche machen. Wir nehmen die Südkante, wir werden an der Südkante die eine Hälfte, ne, vom Rasensprenger bis nach links oder rechts, egal, wir gucken gleich, mit dem neuen Produkt bestreuen und die andere Hälfte lassen wir frei. Um mal wirklich den direkten Vergleich zu haben, nach hoffentlich 4 bis 6 Wochen werden wir dann sehen, ob sich was verändert hat. Jetzt über die Sommerzeit, da wo es natürlich besonders trocken ist, wo natürlich das Thema Wasser besonders kritisch ist, werden wir genau an der Stelle dann hoffentlich sehen, ob das Produkt wirklich eine nachhaltige, sichtbare Veränderung gebracht hat. Sehr interessant. Die Firma Novihum hat ein sehr interessantes Verfahren, das ich nicht verstehe, entwickelt, patentiertes Verfahren. Die nehmen also die Braunkohle und arbeiten diese Braunkohle auf mit Ammoniak und Sauerstoff, um halt eben ein besonders gutes, dauerhaltbares, nährstoffspeicherndes Humusprodukt zu erstellen. Es ist Dauerhumus, es ist Kohlenstoff, es hat auch 4% Stickstoff. Das soll wohl auch sehr gut sein. Das Verhältnis aus Kohlenstoff zu Stickstoff ist 1 zu 10,5 oder 11. Und das soll gerade für so ein Dauerhumusprodukt optimal sein. Yeah! Novihum Argil. So, jetzt ist hier die Sonne rausgekommen. Das ist Wahnsinn. Das Wetter wird jetzt richtig gut, obwohl es ja eigentlich regnen sollte. Herrliches Wetter. Ich bin echt mega gespannt, wie das Novihum Argil jetzt aussieht. So. Schwarzes Granulat. Das ist Novihum Argil. Das sind so kleine Pellets, die so schön in, ich sag mal, kugelige Form zerkleinert wurden. Ich hoffe, ihr seht das jetzt gut. Novihum Argil. Da bin ich mal echt gespannt jetzt. So, lieber Radfuchs, also das ist Novihum. Ich habe mich bei Novihum informiert, wie ist das mit dem Zerfallen dieser Körner, wie schnell zerfallen diese gröberen Körner in kleinere Partikel. Da sagt Novihum, ja, unser Produkt ist da besser als andere, sagen sie ganz offen. Also das Korn zerfällt schon, wenn es feucht wird und wenn es mechanischen Druck kriegt. Ich habe immer das Problem bei solchen grobkörnigen Düngern oder Bodenverbesserern, dass ich mit meinem Spindelmäher diese Körner wieder aufsammel, weil diese Körner liegen auf meinem superdichten Rasen drauf und fallen nicht tief in die Grasnarbe rein, weil mein Gras eben auch extrem kurz ist. Und da liegt das Korn wahrscheinlich einfach oben drauf. Und wenn es dann nicht in ganz feine Bestandteile schnell zerfällt, dann habe ich ein Problem. Deswegen gibt es auch für Golfplätze, für Golfplatzgrüns, für dieses ganz dichte, feine Gras, gibt es auch spezielle Dünger, Profidünger, die ganz feingranular sind, die fast wie Staub sind. Und dann stauben sie natürlich auch. Immer das Problem. Gut, schauen wir mal, wenn wir uns angucken. Wir werden auch gleich nochmal einen Wassertest machen.
wie schnell jetzt das Produkt zerfällt. Einfach mal so eine Schale rein, mal gucken nach ein paar Stunden, was dann passiert. Aber ich gehe mal davon aus, das wird hier auch nicht optimal sein. Wenn ihr natürlich jetzt einen ganz normalen Rasen habt, also eine 4-5 cm, auch nicht ganz so dicht, dann fallen solche Körner wie auch Dünger einfach unten rein und dann seht ihr von dem Zeug nichts mehr. Dann kann das unten in aller Ruhe zerfallen und in den Boden eindringen. Wichtig ist eben auch, dass dieses Produkt in den Boden reinkommt. Das soll nicht oben auf der Oberfläche liegen, es muss rein, es muss zu den Wurzeln, es muss in den Boden rein. Novihum sagt auch, es ist noch besser, das Produkt in den Mutterboden bei einer Neuanlage zum Beispiel einzuarbeiten. Das Raufstreuen ist immer schon schwierig. Deswegen sagen sie auch, man soll viermal im Jahr das Produkt streuen. Viermal, insgesamt glaube ich 100 Gramm pro Quadratmeter. Ich muss nochmal nachgucken, ich blende es euch nochmal ein. 100 Gramm pro Quadratmeter, 4 Gaben pro Jahr. Das ist ähnlich wie die Wettbewerber, die sagen das auch. Damit eben das Produkt so nach und nach in den Boden durch die Würmer, durch die Mikroorganismen eingearbeitet wird und dann auch wirklich den Wurzeln zur Verfügung steht, dort dann auch aktiv, dort auch als Humus dann wirkt und agiert. Ja, das ist das Problem bei dichten Rasenflächen. Da geht nichts mehr durch. Deswegen müssen wir lüften, vertikutieren. Wäre wahrscheinlich noch besser, fällt mir jetzt gerade so ein, wahrscheinlich noch besser nach dem Vertikutieren das Produkt zu streuen. Dann hat man die Schlitze und dann kann man das gleich schön in den Boden einarbeiten. Ja, wäre auch keine schlechte Lösung. Okay, aber jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier so eine Schale. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen von das Zeug. Streuen das darauf. Oh. Schwimmt. Schwimmt. Also wie ihr seht, da tut sich jetzt noch nichts. Es wird ja ein ganz bisschen braun. Das heißt, diese Pellets müssen erstmal das Wasser jetzt aufnehmen. Und dann hoffen wir mal, dass die auch ganz gut zerfallen. So, lassen wir liegen. Es ist jetzt, wie spät haben wir jetzt? Spät haben wir jetzt? 11 Uhr. Ja, gut. Das war jetzt von der Dosierung nicht schlecht. Liegt ganz gut gleichmäßig verteilt. Hier liegt ein toter Wurm. Ja, Hauptsache es zerfällt. Hauptsache es zerfällt. Also 2-3 Pellets. Also Rasen ist echt nur Sport. Ich bin immer wieder aus dem Wasser gezogen. Ich kann einem ganz kurz sagen, was für Schritte ich jetzt wieder gemacht habe. Ich messe immer meine Schritte und ich habe heute nur mit dem Mähen und mit dem bisschen Streuen, mit dem Schleuderstreu habe ich schon 8100 Schritte und ich bin noch nicht fertig. Unglaublich. Ja, also danke an Novihum für die Unterstützung und wenn jemand das Zeug auch schon bestellt oder benutzt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich hoffe vor allen Dingen, dass jetzt hier diese Pellets sich sehr schnell zersetzen, weil zurzeit liegen sie auf meinem dichten Rasen überall drauf. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen, euer Rasenfreak. Ciao. So jetzt zum Schluss nochmal, liebe Rasenfreaks. Jetzt haben wir es. Es hat jetzt hier lange. Ein Uhr. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das Zeug jetzt zerfallen oder nicht? Tja. Unter leichten mechanischen Belastungen zerfällt es in kleinere Krümel. Ja, ich meine, es zerfällt, aber man braucht schon ein bisschen mechanische Belastung. Man braucht also schon einen kleinen Impuls.
dass die Kohlepartikel auch wirklich zerfallen. Okay, Novi Home. Schauen wir mal. Was natürlich noch ganz toll ist, das Zeug kann man auch wunderbar in Böden einarbeiten, also als Bodenverbesserer, auch mit Untergraben. Ich habe noch ein bisschen über, weil ich nicht ganz so viel jetzt streuen musste. Das schmeißt man bei meiner Frau jetzt auf das Beet drauf.